Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu Elisabeth Tispiras Alltagsgeschichten, die ORF 3 in einer umfassenden Retrospektive zu Ehren der im März verstorbenen Filmemacherin zeigt. In insgesamt 60 Ausgaben porträtierte sie von 1985 bis 2006 die Alltagskultur der Österreicherinnen und Österreicher, einfühlsam und mit subtilem Humor. 20 Jahre ist sie bereits alt, die erste Reportage über die Desperados von Favoriten, den 10. Wiener Bezirk, ein Arbeiterbezirk mit besonders hohem Ausländeranteil. Hier richtet Spira den Blick einmal mehr auf den kleinen Mann. Wie Frau Gertrude, eine Mindestrentnerin, die im Besalpark Pullover, Plüschtiere und Liebesromane verkauft. Oder die 70-jährige Gertrude, die mit ihrem 30 Jahre jüngeren Rapid-Fan Franz den Bund fürs Leben geschlossen hat. Es ist eine Milieustudie der zeitgeschichtlich wertvollen Art, denn sie zeigt eines: Sorgen, Wünsche und Ängste der Menschen sind bis heute unverändert geblieben. Besonders aber die Angst vor dem Fremden. Ein Gusto-Stückerl ist dabei jene Szene, in der Mehmet Ali, ein gebürtiger Türke, der seit 30 Jahren in Österreich lebt, erzählt, warum er eingefleischter Haider-Wähler ist. Spira schaut dorthin, wo andere weggeschaut haben. Zeigt nicht nur Menschen, sondern setzt sich auch mit ihnen auseinander, denn sie hatte keinerlei Hemmschwelle, traute sich überall hin und schaute auch überall hin. Auch dann, wenn sich ein Mann in Favoriten vor ihr mitten auf der Straße auszieht, um ihr die Narben seines Arbeitsunfalls zu zeigen. To go mad, it's a little bit dangerous not to go real sad. 'Cause after the tales, district desperado, I'm just a ten. Das war die Alltagsgeschichte, die alle Favoriten, ja. Hier ist Hepperleif, ja. Wo fühlst du mich überhaupt hin? In den Ohrfilmen, wie sie. In die Ohren? In den ORF. Ja, ja, sehen Sie, weil ich heute keine Puste gehabt, rede ich mit euch. Sonst rede ich mit euch überhaupt nichts. Nur darf ich Ihnen gratulieren? Und wie geht's Ihnen sonst? Ja, mir geht's sehr gut, aber nicht so gut wie ich schon. Ja. Wieso? Nicht sage ich Ihnen das. Ich bin der ärmste Mensch, der immer sieben Mal fetzen, verstehen Sie? Ich hab sieben Mal fetzen, ja. Holen Sie mir das einmal? Gerne. Ich bin der ärmste Pensionist, was es gibt, ja. Klar, was war das, ja. Ich habe einen schweren Arbeitsunfall gehabt, ich bin behindert, wissen Sie? Sehen Sie, alles hin, die ganze Schulter in den Arsch, Nierschen in den Arsch, Zehen in den Arsch, alles hin. He's just a ten, district desperado. And this love is written. Yeah, you do it. Yeah, you do it.
Frau Gerti, ja. Was machen Sie da? Ja, ein Flohmarkt. Und den tun wir verkaufen. Meistens geht er super, meistens geht er gar nicht. Und täglich? Machen Sie denn täglich den Flohmarkt? Jeden Tag. Und was verkaufen Sie da alles? Wald, was gibt es? Stofffischer oder Bierhaar, was gibt. Heute habe ich leider keine Bierhaar nicht mit. Und was kaufen die Leute am liebsten? Stofffischer manchmal. Weil die kaufen es da schon für Weihnachten. Weil bei mir kostet in der Geschäft kostet ein 100, egal was das ist. Weil die Großen kosten bei mir 20 und die kleinen 10er. Und die Kleinen kosten dasselbe. Und wann sind denn die besten Kauftage? Um den ersten herum oder? Ja, weil sie Geld haben. Weil da geht es viel besser. Na, schau, was ich für die hab. Schau hier. Eine Jacke. Und eine Hose habe ich für dich. Brauchst du keine Hose? Eine schöne Hose habe ich für dich. Eine wunderschöne. Dann schau her mal. Oh, die passt aber bestimmt. Die wird dann nicht zu groß. Nein. Die kann doch dann nicht zu groß sein. So schlechte Garderobe. Schlecht. Was? Guck, weiß nichts kaufen. Geschäft immer kaufen. Neun. Was ist Ihr bestes Stück da? Bestes Stück? Was würden Sie mir verkaufen? Was wollen Sie mir anbieten? Was ich Ihnen anbieten will, vielleicht so eine rosa Hose, so eine überlange, dass sie schön warm ist. So etwas. Aha. So was. Das sind die sogenannten Liebestöter, die Sie da verkaufen. Die Liebestöter. Ja, das sind die Liebestöter. Und haben Sie immer so eine Ware verkauft oder auch? Ja, eigentlich schon. Ja, das war beliebt einmal. Ne? Aber heute ist es nicht leicht, weil modische Artikel, da fehlt das Ambiente. Da brauchen Sie dazu ein ganz anderes Flair. Dann würde eventuell vielleicht auch Mode gehen. Sie sind schon lange da am Markt? Ja, oder so 33 Jahre ungefähr. 33 Jahre? Ja. Die Zeit. Und die Zeit ist wie nichts, wie nichts. Weil es ist immer dasselbe, was man macht, immer dieselben Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Und das ist wie nichts gewesen. Wie ein Hauch. Wie ein Hauch. Leider. Die Zeit vergeht, gell? Ja. Die Zeit ist nichts. Und was hätten Sie gern gemacht? Aber haben Sie das eh gern gemacht oder hätten Sie lieber? Na ja, gut. Also gewünscht hätte ich mir etwas ganz anderes. Was haben Sie uns in der Schule gesagt, in der Textilschule? Paris wartet auf Sie. Paris wartet. Es hat nicht gewartet. Nicht? Es hat nicht gewartet. Waren Sie schon einmal in Paris? Nein, nicht einmal. Und wie geht's Ihnen? Gut, sehr gut, ja. Ich darf die Fliege. Ich glaube immer, dass er runterkommt. Wieso soll da einer runterpurzeln? Ja, das liest man da immer wieder in der Zeitung. Aber die denken sich, es wird schon nichts passieren. Österreichisch ist es. Denken sich so die Österreicher? Ja. Das ist eine Wesensart, gell? Ja. Wie ist man sonst in Österreich? Bitte? Wie ist man sonst in Österreich? Ja, eher Duckmauser. Ja? Das gibt es uns nicht. Dass man in einem Park keinen Platz mehr kriegt. Ich bin schon rasiert jetzt wieder. Weiter geht's nicht. Wieso sind Sie ein Rassist? Wenn ich gegen die Ausländer was sage, bin ich ein Rassist. Es wird eingeschnitten, was man gefährlich werden kann, wird eingeschnitten. Freilich, ja. Aber was soll gefährlich sein? Man kann nicht wissen. Ja.
Also, wir schauen. Wieder schauen. Wie lange sind Sie denn schon in Österreich? 37 Jahre. 37 Jahre? Ja. Das ist eine lange Zeit, gell? Das ist schon eine lange Zeit, ja. Von wo kommen Sie? Aus Türkei. Sind Sie schon österreichischer Staatsbürger? Österreichischer Staatsbürger, aber jetzt? Und wollten nicht mehr in die Türkei zurück? Na, ich hab's. Amtweh trotzdem ist geboren, Heimat ist Heimat, kann man nicht sagen, weil Amtweh ist, aber trotzdem bleibe ich in Österreich. Ich bin sehr zufrieden, kann ich nicht mehr sagen dazu. Und sind Sie so politisch? Sind Sie mit Nein, ja, gut, politisch kann man nicht sagen, aber ich mein, interessiert mich der Eide, warum ist es so. Wo weiterkommen ist jetzt jemand, entpressen lassen mit der. Mit der Hitler-Sache, das weiß ich nicht, ich kenne mich nicht genau aus, aber ich habe mit Hitler nichts zu tun, glaube ich, meiner Meinung nach. Wie haben Sie den Haider gewählt? Na sicher. Wirklich? Ja. Wieso denn? Na, ich weiß ich nicht, mir sympathisch war der Vorfeld. Der ist Ihnen sympathisch? Mir sympathisch gewesen, wenn man so redet, hart und so, das möglichst mir sympathisch war. Also Sie sind schon ein ganz echter Österreicher, ja? Ja, fast, fast. Los, das war's jetzt. Wissen Sie, wenn man da was redet, da ist man nicht gern gesehen. Man kann nicht, weil wenn man was sagt. Ist man ja gleich ein Nazi, ein Faschist, ein Antisemit und alles. Also das ist am besten mal ist ruhig. Oder wissen Sie nicht den nächsten Tag, ob es munter werden. Wirklich so? Na, so ist es. Aber die Herren Politiker, die leben ja in einem Cottage-Viertel. Die haben mich das nicht um Ehre. Aber das nutzt nichts, das hört niemand. Das ist ja schon, aber sie machen eh was. Na, sie wollen nichts hören. Weil wenn man, wie gesagt, ich bin ja gesagt, wenn man was sagt, dann ist man Nazi, Antisemit und das alles. Und das hat mit den allen gar nichts zu tun. Wir passen auf die. Auf wen? Was? Auf wen? Die Ausländer. So schaut es nämlich aus. Und das ist nämlich nicht die wahre Sache. Wissen Sie? Der wird aber so. War später. Der wird aber so. Später, das ist sicher. Ja? Und der wird nur einmal so. Und die. Halt auf ihn raus. Es ist nicht wahr, dass wir schimpfen auf die Ausländer. Und das ist nur eine. Wie soll man das sagen? Das ist schwer. Ja? Helfen Sie mir. Ich weiß ja nicht, was sagen wollte. Ja, sicher. Das sind alle. Ich habe einen Charakter. Das sind alle. Wir müssen weiter kämpfen. Wir sind nicht jung. Später. Und sie machen eine gute Sendung. Ja? Und auf und aufpassen, auch nicht unvergessen. Nicht den Aller, Frau Später. Nur uns auch. Nicht den Aller. Den brauchen wir nicht. Frau Später, Entschuldigung. Ja? Uns müssen sie schauen. Nicht? Auf uns. Nicht den Aller. Ja? Wir sind katholisch. I don't know what's got to be said. I just know that it's driving me mad.
But when I turn it on, upside down, still you play the clown. But when you turn it on, the upside down, still you play the clown. Ich bin da als Favoriten in der Quellenstraße da vorn. Treib mich ganz gern an diesem Platz herum, weil ja, wer irgendwie was Eigenes hat. Dazu muss man natürlich schon sagen, dass er, wenn du, ich hab das früher mal so gesagt, wenn du aufstehst und du gehst, dir geht's schlecht und du gehst zum Biller, dann geht's dir ganz sicher noch schlechter, wenn du wieder zurückkommst. Wenn es dir ganz schlecht geht, dann solltest du besser nicht zum Biller. Also das hat jetzt nichts mit dem Biller zu tun, oder was? Es ist eine harte Gegend, man sieht viele gestrandete Menschen, der Alkohol ist sozusagen allgegenwärtig. Es hat aber auch ihren Liebreiz, also der bämische Oman oder die relativ freien Gelände mit den Bäumen und so weiter, gefällt mir eigentlich recht gut. Nur, ich meine, ich hab die Menschen gerne, ich bin ein Menschenfreund, aber wenn man selber ein bisschen depressiv ist oder so, dann kann es passieren, dass dann das ganze Szenario rundherum nur ein bisschen weiter runterholt. Ja. Für wen filmst du eigentlich? Für den ORF. Oh! Da könnte ich andere Sachen bringen. Ja, was zum Beispiel? Wo viele Leute darüber lachen und die Wirklichkeit ist ganz anders. Was zum Beispiel? Die glauben alle, wenn sie leben, da sind sie schon wer und da tun sie schon groß. Und wenn der Tod kommt, dann schauen sie. Aber dass sie weiterleben, das weiß das Hirn nicht. Da sind die zu blöd dazu. Schauen Sie, haben Sie nicht schon auch manchmal gehört, dass in einem Haus, wo viel geschehen ist, dass irgendwas, überall ist etwas. Es pumpert, es klopft, es sind Beweise da. Aber die Priester wollen das alles verheimlichen. Ja, die Seele lebt. Was das ist, eine Seele, das weiß niemand. Gell, das wissen wir nicht. Aber es gibt eine Seele. Das lebt weiter. Und ich sage Ihnen, es kommt alles zurück. Es gibt einen Herrgott. Es gibt irgendeine Kraft, existiert. Sind Sie auch schon selber vielleicht draufgekommen? Was ist das hier? Mein Mann mit 33. Na okay. Ja. So früh gegangen. Und ich bin schon, weil ich jetzt schon 87. Ich. 87. Da waren sie aber lang alleine, gell? Ja. Ja, leider. Und sind sie oft bei ihrem Mann? Bitte? Sind sie oft beim Grab ihres Mannes? Jedes Tag, jeden Tag. Ich wohne da beim Hochhaus. Ja, jeden Tag bin ich da. Wie viele Jahre ist der Mann schon tot? Na da. 42. Also,
in 42er, na, 1942 ist er gestorben. Und da kommen sie jeden Tag seit damals her? Ja. Es zieht mich her. Ja. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Ja. Leider Gottes. Was ist das für ein Grab hier? Die Mutter. Von der Mutter? Ja. Und sind Sie oft da bei der Mutter? Oh ja. Haben Sie die Mutter gern gehabt? Ja. Und war das Ihre liebste Person, die Mutter? Ja, eigentlich. Naja, der Vater auch. Ja. Und waren Sie jemals, waren Sie verheiratet? Nein. Nicht? Nein. Ich habe eine kranke Schwester gehabt. Und da ist es nicht gegangen. Haben Sie sie pflegen müssen, die Schwester? Ja, ja. Und der Mann hat es nicht wollen. Ich habe schon einen gehabt, aber heiraten wollen war nicht möglich. Oder ich hätte sie müssen verlassen. Ne? Das heißt, Sie haben ein nicht so einfaches Leben gehabt, gell? Nein. Und die Schwester lebt noch? Nein, sie ist auch schon gestorben. Sie ist sehr alt geworden, 96 Jahre alt. Und haben Sie auf die Liebe sozusagen verzichten müssen, oder? Ja, ich schon, ja. Ja, das schon. Er hat auch nicht mehr geheiratet. Schicksal ist alles. Ich glaube, man kann sich nicht aussuchen. Ist es vorgeschrieben? Ja, daran glaube ich schon. Ja, schon die Geburt ist irgendwie ein Schicksal, nicht? Ob man gekommen ist oder in welcher Familie, nicht? Ist alles schon ein Schicksal. Ja, mir geht's eigentlich sehr gut. Wieso? Ja, weil ich will überleben und ich muss überleben. Das ist meine Variante. Das klingt aber dramatisch. Nein, mir geht es sehr gut, bitte. Was ist schwierig zu überleben, oder wo haben Sie? Es ist nicht schwierig zu überleben. Wenn man es schwierig machen tut, dann ist es schwierig. Aber Sie tun es nicht schwierig. Aber ich tue es nicht schwierig machen. Wo könnte es denn schwierig sein für Sie? Ja, wie soll ich Ihnen das erklären? Also, ich bin ein Heimkind. Ich war 9 Jahre, von 9 bis 18 war ich im Heim. Mein Vater war schuld an meinem ganzen Leben. Mein Vater wollte mich 10 Mal vergewaltigen. Meine Schwester und mein Vater, Kind. Eben meine Schwester erwischt meinen Vater im Bett. In der Küche draußen, das ist alles ein Schock. Hat man da jemals noch Vertrauen zu Männern? Ja, okay. Ich will nur ganz was Ehrliches sagen. Es war am Anfang war sehr schwer. Wie ich mich kennengelernt habe, wie gesagt, nein, nichts, gibt nichts. Stimmt das nicht? Ich gesagt, nein, greif ich bitte nicht an. Aber man kann Wort machen. Ich habe gesagt, greif ich bitte nicht an. Und der war aber so korrekt, muss ich sagen, das muss ich sagen, korrekt. Er hat gesagt, nein.
Will ich nicht. Mit Gewalt gibt es nichts. Genau. Und ich hab gesagt, bitte greif mich nicht an. Lass mich bitte in Ruhe. Na, jetzt haben Sie Vertrauen zu ihm? Jetzt habe ich Vertrauen zu ihm. Also ich habe es geschafft. Und wie haben Sie einen tollen Mann kennengelernt? Ja, durch Zufall. Favoritenstraße. Und ich liebe ihn auch göttisch. Ich würde ihn nie mehr hergeben. Wish you were here. Me or my countrymen, wish you were here. Hallo. Hallo. Wish you were here. Don't you know the stove is getting colder? And I miss you like hell. And I'm feeling blue. I've got feelings for you, babe. Do you still feel the same? From the first time I laid my eyes on you, I felt joy of living. I saw heaven in your eyes, in your eyes. Mein Name ist Franz, ja. Das ist meine Frau Gertrude. Und am Freitag haben wir unsere Hochzeit. Und ich freue mich sehr drauf. Ja. Und ich muss eines sagen, das ist für mich meine Liebe. Und die wird so bleiben, solange ich lebe. Und auch wenn sie stirbt, dann wird immer da sein. Ich habe halt nicht glauben können, dass halt er wirklich ein ernster Mann mit mir ist. Weil doch ein großer Alterunterschied bei uns zwei ist. Ne? Wie groß ist denn der Altersunterschied? Na, er ist 46 und ich bin 70. Das klingt ja wunderschön, wie ein Märchen. He? Ja, aber das ist wirklich wahr. Ich würde jetzt einen jungen Mann und einen hübschen Mann. Und ja. Und sag, dass ich ein Rapid-Fan bin. Sie ja. sind ein Rapid-Fan? Aber ist Rapid momentan so gut? Ja, das ist meine zweite Liebe. Aber ich mein. Erste Liebe ist meine Frau und Rapid kommt nachher. Und am Freitag haben wir die große Hochzeit, ja. Ja. Und das wird die Hochzeit des Lebens. Ja, das Brautpaar, Sie beide, Sie sind vor mir als dem Vertreter des Staates erschienen, um durch ein verbindliches Ja-Wort zueinander die Ehe miteinander einzugehen. Ich frage Sie, Herr Franz Ecker, ist es der freie Wille, den Bund der Ehe mit Frau Gertrude Holub eingehen zu wollen, dann antworten Sie mir mit Ja. Ja. Ich frage dann auch Sie, Frau Gertrude Holub, ist es auch Ihr freier Wille, den Bund der Ehe mit Herrn Franz Ecker eingehen zu wollen, dann antworten auch Sie mit Ja. Ja. Wohnen Sie alleine in der Wohnung? Ja. Warum denn? Na, ich will niemanden haben. Ich hab schon draufgezahlt. Ich hab jemanden gehabt, der hat mir Schmuck und Geld weggenommen, alles mitgelassen. Das war mein grober Fehler, weil wissen Sie warum? Ich hab ihm den Schlüssel anvertraut, nicht? Und dadurch hat er es halt ausgenutzt. Nicht? Der hat um mich herumgestellt und dann hat die Hälfte gefällt und dann
habe ich ihn rausschmeißen müssen. Seitdem nehme ich keine mehr. Ich habe zwei solche schon gehabt. Nicht? Also, ich habe schon schlechte Erfahrungen. Wieso sind die Männer so schlimm gewesen? Naja, sind halt schlimm. Sind die Männer meistens schlimm? Ja. Das ist sehr selten, dass ich einen guten erwische. Das Alleinsein nagt schon ein bisschen auch, gell? Naja, das ist schon. Das ist natürlich sehr schief, wenn man allein ist. Wenn man nur daheim ist, dann glaube ich, jetzt und jetzt fällt mir der Plafon schon vom Kopf runter. Seit 50 Jahren kaufe ich hier meine Schuhe. Ja. Na, der hat immer gute Schuhe. Weil ich kaufe mir bei denen auch lieber gern Schuhe. Ja. Und das habe ich immer gekauft auf Abzahlung. Ja. Gut. Aber zahlt haben sie es immer. Aber zahlt haben sie es. Zahlt haben sie immer. Ich krieg 7.258 Schilling, krieg ich Notstand. Kannst du nicht ja von dem Geld? So, da zahle ich jetzt dann, ja. 2.845 Schilling Miete, ja. 997 Schilling zahle ich Heizung, ja. 855 Schilling zahle ich Strom. Was bleibt über? Ja, Telefon, wenn ein Minister in Österreich ja mit den 7.278 Schilling, was ich auskommen muss, ja, auskommt, ein Jahr lang, ja, ja, ist er bei mir sofort gewählt. Ja, du, sofort. Du, wenn ich hab 120.000 Schilling im Monat, so wie unser Herr Minister, ja, dann ist mir das wurscht, ob das Brot kostet 15, 20 Schilling der Kilo. Die wissen das gar nicht. Dann kann ich mir das leisten. Die wissen das gar nicht. Aber wenn er nur hat 7.200 Schilling, ja, das schaue ich mir an. Ja, weil da muss er die Gräschern zählen, hol oder roh. Ja, du, geht er sich aus heute auf einen Liter Milch? Ja, meine ja Ahnung, was oder geht er sich heute aus? Ich kann nur fressen einen Monat, ein Schnitzel. Ja, aber der frisst alle Tag, der Herr Minister. Traurig, aber wahr. Und mein Arbeiter sein Geld, so schaut's aus. Ja, Jungs, das ist ein Arm, der hat nur 250.000 im Monat. Da muss er was drauf kriegen. Ja, klar, aber den will ich noch sponsern mit meinen 7 Fetzen, was ich hab im Monat. Na klar, das ist den Herr Minister, nicht? Den will ich noch sponsern. Ich hab schon einen Bauschein hier, aber so einen Bauschein hab ich nicht. Und bei mir kriegen sie auch keine Stimme, keiner. Ja, weil heute streiten sie und nach den Wahlen sind sie alle Haare, wenn sie beim Heiligen sitzen, fressen und saufen um unser Kohlen. Dann sind sie die dicksten Haare, die Arschlöcher. Entschuldigung, dass ich so rede, aber es ist wahr. Es ist ja so in Österreich. Ja, stimmt, eh. Und jeder Depper, der es will. Weil zuerst reißen sie alle die Goschen auf, ja, ja, wollen. Haha, Leihwand, nicht die Roten, die Schwarzen, nicht, wie soll das sein? Nicht? Ja, nicht? So, dann haben sie es gewählt, dann kommt die Scheiße und dann fängt da zum Warnen, der depperte Österreicher. Ja, schade, mir keiner geschafft, dass er es will. Na ehrlich, so hat ihm keiner geschafft. Jeder hat eine freie Ding. Ja, nicht? Und dann rehen sie und warnen sie. Aha, nicht? Aber diesmal haben sie ja eh ein bisschen mehr blau gewählt. Na ja, dann gab's es heute, aber was ist denn das? Der zweite Teufel. Was ist denn du? Ich mein, Teufel haben sie geschimpft. Ja, nicht? Was ist mit heute? Ausländer Hass bis zum geht nimmer. Du hörst, ich hab gegen die Ausländer nichts, wenn er sich unrecht benimmt. Na so, was ist denn? Ist genauso ein Mensch wie ich und sie und jeder andere. Ja? Ist genauso ein Mensch wie mir, der Ausländer. Ja, du. Und der Ausländer, ja, du, die musst auch schon 30 in Österreich gekackelt haben, ja, weil die Haken, ja, was der Österreicher nicht machen will. Ja? Macht leider der Ausländer. Sag heute ein Österreicher, er soll ein Häusl putzen, der fragt, ob du deppert bist. Oder sag ein Österreicher, er soll Straßen kehren, der fragt, ob du krank bist. Oder Schnee schaffen gehen. Ja, wo gibt's denn das heute? Ich hab noch keinen Österreicher Schnee schaffen gesehen. Lauter Ausländer. Ah, da sind's gut, die Ausländer. Traurig, aber wahr. Thank you.
Aber so schier wie jetzt war es noch nie. Was ist so schier jetzt? Na, mit den ganzen Ausländern. Ja. Bei uns sind die Gemeindebauten, überall setzen sie uns die rein. Die sind so frech mit uns, gell? Da darf man sich nicht wundern, dass die Wahlen so ausgegangen sind. Nee? Sie wohnen im Gemeindebau? Im Gemeindebau. Und auf der Stiegen haben wir die Ausländer. Aber es dürfen doch gar keine Ausländer. Ja, wenn sie Staatsbürgerschaft haben, ja. Und die machen mit uns, was sie wollen. Wenn man was sagt oder so, frechen. Aber wenn sie also, die Staatsbürgerschaft haben, sind sie ja keine Ausländer mehr. Ja, gebürtige Ausländer. Wenn eine Katze in der Fischhandlung Junge kriegt, sind sie auch keine Ölsardinen. Oder? Sie haben so ein bisschen einen Akzent. Von wo kommen Sie? Ich komme aus Hamburg. Aus Hamburg? Ja. Also dann. Und haben sich in einen Wiener verliebt? Ja. Ja, ja, ja. Also sind Sie eigentlich auch Ausländerin? Kriegsbeute. Kriegsbeute? Kriegsbeute. Und im Krieg war das schon. Aber da sind Sie eigentlich auch Ausländerin? Ich bin, ja, aber ich fühle mich nicht als Ausländerin. Habe ich auch früher nicht gemacht. Ja. Das hat mit dem gar nichts zu tun, aber wir sind deutschsprachig beide. Also folgedessen habe ich nicht das Gefühl, dass ich Ausländerin bin. Wiederschauen. Dankeschön. Grüß Gott. Sie haben so einen schönen Hut ab. Schöne Hut. Bitte? Gut, schön. Schön, ja. Auch gerne zu Hause Arbeit. Also, ein alt ist es. Haben Sie den schon lange, den Hut? Ha? Haben Sie den schon lange, alter Hut? Ich, gut, 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Sie schauen aus wie der Kaiser Franz Josef. Nix. Sind Sie nicht der Kaiser Nein, Franz Josef? Vom, wer sind Sie? Ja, Jugo. Ein Jugo? Ja. Wie gefällt dir den Favoriten? Sie, ich liebe den Bezirk, ich bin hier geboren. Was bedeutet Favoriten für Sie? Ist das ein spezieller Bezirk? Ja. Er ist ein multikultureller Bezirk gewesen und das war er immer, ja? Also das muss ich schon sagen. Ist, wo ich noch. Danke, geh mach's mal auf. Wo ich aufgewachsen bin, hat man noch Tschechisch geredet bei der Mischfrau. Am Sonntag um 6 Uhr früh. Ne? Meine Mutter hat noch fast alles verstanden, aber nicht sprechen können. Ne? Also. Und wieso glauben Sie, ist das jetzt so die Ausländerfeindlichkeit so groß, obwohl so viele sozusagen. Meine Grundkonzeption meiner Philosophie ist, ich halte den Menschen für einen Irrläufer der Evolution. Und ein Irrläufer kann so wie der Mephisto in Faust nichts Positives bringen. Und dass die Menschen in dieser Richtung tendieren, ist ganz logisch. Ja? Schauen Sie, die Ameisen fressen sie auf oder bringen sie um. Der Mensch, den Menschen ist es gelungen, sagen wir, Silberminen des Salomons zu verwenden, Hexenprozesse, Konzentrationslager und Gaskammern. Das sind Erfindungen, das ist kein Viech noch zusammengebracht. Wenn das ein Fortschritt in der Evolution sein soll, da bin ich halt sehr skeptisch. Aber das wird sicher nicht sein. Ne? So nicht? Nein, ich weiß nicht, die Wahrheit darf man nicht sagen. Das ist ja bald strafbar. Wieso ist die strafbar? Ich hab gesagt, bald strafbar. Bald. Das Wort bald. Glauben Sie, das ist so wie? Ja. Das ist ein Zug der Zeit. Sie werden es nicht aufhalten. Leider. Oh! Oh! Oh, baby, it's a new birthday.
glue and I love it so. I don't be glue and I love me so. And what will be for time? And the baby is still you and me glue. Dankeschön. Frau Spierer, entschuldigen Sie, wir zwei, Frau Spierer, wir sind zwei Wurme. Ja, Frau Spierer, nur Männer. Ja. Meine Mutti weiß auch, dass ich schwul bin, ist ja wurscht. Ja, Wurme, gell, ein Wurme. Und was hat euch denn, wie ihr euch das erste Mal gesehen habt, was hat euch gefallen an der Mann? Das weiß ich nicht. Ja, ja. Da muss ich rechnen, da war ich noch viel jünger wie jetzt. Es war ja schon 60 Jahre am 17. September. Aber ihr liebt euch noch immer ein bisschen? Ja, ich bin schon gerne gehört. Er ist schon irgendwie, er ist viel mehr Kamerad. Ich sag's Ihnen ehrlich. Aber es ist doch angenehm, dass man jemanden hat, oder? Ja. Was? Keiner soll doch im Fernsehen sein. Meine Frau hat sich die entscheiden lassen, ne? Dass ich ein bisschen andersrum bin. Ja, du hast einen Sohn auch gehabt mit dir. Ich bin Sohn, ich war mir noch. Was weiß ich, was ich. Einen Sohn hat er auch. Und waren Sie auch jemals mit verheiratet? Nein. Er nicht, nein. Sie wollten nie fragen. Meine Mutter hat sieben Kinder gehabt. Die sechs sind eh verheiratet. Ich war immer bei ihr. Er hat ja noch eine Mutter. Ich sage dir eins. Yes. Du hast ja noch eine Mutter. Und hat er eine liebe Mama? Ja, sehr liebe. Ich kenne sie auch. Bin auch per Du mit ihr. Wie sie in Meidlinger Unfallkrankenhaus gegangen ist vor zwei, drei Jahren, war ich immer bei ihr drinnen. Zum Muttertag habe ich einen Blumenbogen. Zum Geburtstag, er war ein einziges Mal drinnen. Ich sage, solange du eine Mutter hast, danke Gott dafür. Aber du bringst ja keinen schönen Blumenstrauß zu mir. Komm her, du in die Füße. Ja, ja. La. Immer Pussy. Das war. Ein bisschen deppert ist er. Ja, du auch. Ich stehe ein bisschen auf deppert. Ich gib's zu. Ich stehe auf deppert. Das gefällt mir gut. Und er ist sehr weich und so. Ich stehe auf das. Heimatlohn sind viele auf der Welt. Heimatlohn und einsam bin ich. Überall verdiene ich mein Geld. Und doch es war kein auf mich. Jetzt geh heim kochen. Ganz alleine? Leider. Wer schnaubt das bitte? Ich wohne nie verheiratet. Kannst du durchstecken? Ich hab's ja gar nein gesagt. Schau's an. Wenn ich so schüchtern bin. Ja, verstehen Sie mich? Aber ich bin glücklich jetzt. Wieso? Ich brauch ja auch eine Frau. Ich kann nicht meinen. Ich tue ja meinen auch glücklich. Ich tue ja meinen auch daheim. Wirklich? Wieso? Das war Heimat für mich.
Sie glauben das nicht. Sie glauben das nicht. Was ist da so traurig an einem Heimatfilm? Nein. Ja. Ich Geierwalli. Wie ich da meinen tun. Was ist denn so traurig an der Geierwalli? Oh ja, wie sie Nadler genommen hat. Verstehen Sie mich? Und wie dann der Vater hat's verjagt. Und dann ist ein Berg aufgegangen. Und der Knecht, der hat's dann besucht. Sie hat dann einen Geier gehabt. Nein. Und wie es zurückgekommen ist, in der Hütte oben. Nein. Wie es zurückgekommen ist, ist der Vater gestorben gewesen. Verstehen Sie mich? Schon lang gestorben, die Geier. Was ist der Fang? Ich bin gute Schauspielerin. Wie geht's, Hanni? Gewiss euch. Alle miteinander. Alle miteinander. Ich danke auch. Ich danke. Bis morgen. Gewiss euch. Alle miteinander. Gewiss euch. He's just a tin district desperator. He's just a tin district rock and roll cha 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 cha. He's just a tin. And this love is written.